Wenn du im Jahr 1980 geboren bist, dann hast auch du die 40 schon hinter dir. Bis zur Rente ist es aber natürlich noch ein ordentliches Stück Weg. Trotzdem ist es sinnvoll, sich auch jetzt schon, lange davor, mit den grundsätzlichen Optionen auseinanderzusetzen, denn für bestimmte Rentenarten musst du bestimmte Kriterien erfüllen. Und das schaffst du nur, wenn du dich rechtzeitig drum kümmerst. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein und ich bin Christian Schulz. Die allererste und wichtigste Zahl, die du wissen musst, wenn es um das Thema Rente für den Jahrgang 1980 geht, ist die 67. Mit 67 startet deine Regelaltersrente, das heißt, das ist so die normale Altersrente, in die du dann reingehen kannst, natürlich ohne Abschlag. Viele Arbeitsverträge enden auch automatisch, wenn du dieses Alter erreicht hast. Wenn dir die 67 unerreichbar erscheint, dann kann ich dich aber beruhigen. Je nachdem, was du mitbringst, ist sogar schon der 62. Geburtstag das möglichste Renteneintrittsdatum für dich. Spoiler, das geht nur mit Rentenabschlägen. Und noch einer weiteren Einschränkung, und auf die gehen wir jetzt ein. Um mit 62, also zum 62. Geburtstag, in die Altersrente zu starten, brauchst du 35 Jahre Wartezeit in der Deutschen Rentenversicherung und eine anerkannte Schwerbehinderung. Diese 35 Jahre Wartezeit, in denen musst du nicht wirklich die ganze Zeit versicherungspflichtig arbeiten, wenngleich das natürlich für die meisten Menschen der Hauptteil im Lebenslauf ist. Nee, da gehören auch andere Phasen aus dem Lebenslauf dazu. Welche genau das sind, das habe ich in diesem Video nochmal exakt erklärt. Wenn du diese beiden Kriterien jetzt erfüllst, dann kannst du eben mit 62 in die Rente, allerdings nur mit einem Abzug, also einer Rentenkürzung, in Höhe von 10,8% deiner Bruttorente. Ohne Abzug und Schwerbehindertenausweis geht es zum 65. Geburtstag. Du kannst aber natürlich auch irgendwo zwischen 62 und 65 deine Rente beginnen. Dann kostet allerdings jeder Monat, den du vor dem 65. Geburtstag in die Rente startest, 0,3%. Und wenn du das eben maximal 3 Jahre vorher machst, dann wäre es der 62. Geburtstag und da kommen wir auf diese 10,8% Kürzung. Dann gibt es die Rente mit 63. Und nee, das ist nicht die nach 45 Versicherungsjahren, sondern bei dieser Altersrente für langjährig Versicherte, so heißt das Ding offiziell, da kostet dich jeder Monat, den du vor der Regelaltersgrenze schon in die Rente startest, 0,3%. Das heißt, hier starten die Abschläge schon bei 67 und deswegen fallen die eben dann auch so hoch aus, je nachdem, wie früh du dann die Rente starten möchtest. Ein Rentenbeginn zum 63. Geburtstag im Jahrgang 1980 würde deswegen 14,4% deiner Bruttorente kosten. Dafür brauchst du aber hier keinen Schwerbehindertenausweis, sondern die einzige Voraussetzung ist eben, dass du 35 Jahre Wartezeit auf dem Rentenkonto hast. Abschließend stelle ich dir jetzt noch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte vor. Viele Menschen verwechseln die mit der Altersrente für langjährig Versicherte, also der Rente mit 63. Hier bei der nach 45 Jahren kannst du genau 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand raus. Das heißt also, mit deinem Jahrgang wäre es dann nicht mit 67, sondern mit 65 möglich, bei 45 Jahren Wartezeit, aber keinen Tag früher. Es ist auch nicht möglich, diese beiden Rentenarten ohne Schwerbehinderung miteinander zu kombinieren, also 45 Versicherungsjahre zu haben, dann also 2 Jahre früher in die Rente zu können und jetzt trotzdem ein paar Monate früher, jeweils mit 0,3% Abschlag. Das geht nicht. Und diese 45-jährige Wartezeit, die hat es auch in sich, weil die Deutsche Rentenversicherung hier deutlich strengere Kriterien anlegt. Ganz maßgeblich zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit. Hartz IV zählt hier nicht mit, auch nicht die Arbeitslosenhilfe. Und auch wenn du mal eine Erwerbsminderungsrente beziehen musstest, wird diese Zeit auch nicht anerkannt bei den 45 Jahren. Jetzt kennst du die wichtigsten Stellschrauben für den Jahrgang 1980 und welche Rentenoptionen dir theoretisch zumindest zur Verfügung stehen.
Knifflig kann es übrigens werden, wenn du kurz vor dem Rentenbeginn nochmal arbeitslos wirst. Was du dazu wissen solltest, das habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, freue ich mich. Und an dieser Stelle heißt es jetzt erstmal von mir ciao und bis bald.